Ja, liebe Freundinnen und Freunde, vor 3 Wochen habe ich Olli kennengelernt. Olli wer? Olli ist eine Seilbahnkabine auf 4 Rädern und hat Innenplatz für 8 Personen. Olli schnurrt elektrisch und autonom über einen Campus in Berlin. Und Olli lernt auf Anweisung, selbstständig zu fahren und wird unsere Mobilität auf den Kopf stellen. Studenten und ausgerechnet die Deutsche Bahn und nicht die Automobilindustrie machen ihn gerade fit für die Zukunft. Und es war ein Student aus Kolumbien, der die Idee hatte, dieses Projekt anzuschieben. Und die Studenten dort, liebe Freundinnen und Freunde, die sind richtig gut drauf. Die sind dabei, Zukunft zu gestalten, reale Möglichkeiten. Und die zeigen das, was uns Grüne ausmacht, Aufbruch, Zukunft, Freiheit. Das versprechen sie mit diesem Projekt. Der Traum davon, einmal ohne eigenes Auto ans Ziel zu kommen, weil überall und immer Menschen unterwegs sind, mit denen wir uns zusammentun können. Junge und Alte, Menschen im Dorf und in der Stadt werden Teil eines umspannenden Netzwerkes und Digitalisierung verbindet uns alle. Auch das ist ein Zusammenhalt, ganz unmittelbar. Gemeinsam nutzen, das bedeutet weniger Automobile auf den Straßen, mehr öffentlicher Raum für alle, mehr für Erholung und Begegnung. Weniger Lärm, mehr saubere Luft und weniger Abgase. Das ist aktiver Umweltschutz. Das macht das Leben für Menschen besser und einfacher. Um Visionen wie diese konkret zu machen, dafür bin ich zu den Grünen gegangen. Ich war jetzt 5 Jahre lang Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein. Die erste nach längerer Zeit, die wieder einen Landesverband in eine Regierungszeit geführt hat. Das ist etwas anderes als zu Oppositionszeiten. Denn wir mussten zeigen, dass Grüne saubere Arbeit leisten, dass wir verlässlich sind, dass wir konstruktiv streiten können und unsere Versprechen einlösen. Kurzum, wir mussten zeigen, dass wir gut regieren und das haben wir. In all den Jahren habe ich für den Erfolg der Regierung gearbeitet. Ich habe für unseren grünen Erfolg gearbeitet, habe mit den Koalitionspartnern gerungen, den Laden zusammengehalten und gleichzeitig die Partei als eigene Kraft neben den Ministerien und neben der Fraktion positioniert. Als Kreativmotor über die Zukunftswerkstatt über Landesarbeitsgemeinschaften haben wir schon 2013 begonnen, über die Legislatur hinauszudenken, um nicht ideenlos zu erschlaffen, sondern um den weiten Horizont zu behalten. Und diesen Horizont, diesen weiteren Horizont, den will ich jetzt auch. Auch ich will mich mit dem Erreichten nicht zufrieden geben. Ich will meine Erfahrung in die neue Fraktion einbringen. Meine Erfahrung, wie Regierungsarbeit von innen funktioniert, was sie mit der Basis macht und wie wir außerhalb der Partei kommunizieren müssen. Ich würde mich wählen, weil ich kompetent und erfahren bin, ausdauernd und zielklar. Ich habe Energie und einen langen Atem. Ich bringe Willenskraft und klare Visionen mit. Das ist meine besondere Mischung. Ich bin die Erfahrene, ja, und ich bin die Neue zugleich. Jetzt möchte ich neue Wege gehen. Jetzt möchte ich das, was ich in unseren Kreativprozessen eng mit euch erarbeitet habe, im Parlament umsetzen. Tu, was du sagst. Mit dieser Maxime bin ich groß geworden. Und tun, das ist vor allen Dingen jetzt endlich die Verkehrswende in den Norden bringen. Wir haben Wind, wir haben den Netzausbau hinbekommen, wir haben die Wärmewende begonnen und jetzt ist der Verkehr dran. Das Klimaschutzabkommen von Paris hat die Messlatte hochgelegt und endlich müssen alle handeln zum Schutz unserer Lebensgrundlagen, unserer Gesundheit, unserer Kinder. Und Trump ist ja nicht nur ein Albtraum, wenn es um die Bürgerrechte geht, sondern auch, wenn es um den Klimaschutz geht. Das war eine der ersten Aktionen, die er unternommen hat, dass er im Weißen Haus alle Informationen zum Klimaschutz von der Homepage entfernt hat.
Und ich kann euch sagen, ich habe mich eine Nacht vor Wut hingesetzt und so ein Pussycat gestrickt, um einfach meine Wut auch irgendwo loszuwerden. Wir haben Wolle mitgebracht und es wäre toll, wenn wir hier auch ein Zeichen setzen, dass wir mit diesem Chauvinismus und mit dieser Art Verrohung nicht weiter leben wollen. Ich habe immer was zu trinken. Damit wir auf unserem Planeten überleben können, müssen wir jetzt den größten Brocken beim Klimaschutz bewältigen. Der Verkehrssektor ist verantwortlich für 27% aller klimaschädlichen Emissionen und die müssen wir bis 2050 auf Null zurückführen. Wir können das Klima nicht mit Diesel retten, auch wenn uns das die Autobosse erzählt haben und gerade selber ja im Dieselgate-Strudel untergehen. Das ist ein Fanal und das ist etwas, was uns aufrütteln sollte. Und weil es der SPD-Verkehrsminister und weil es die Kubikis dieser Welt nicht können und nicht machen, müssen wir Grüne in Schleswig-Holstein die klimafreundlichen technischen Entwicklungen voranbringen. Wir können zusammenführen, was es an Innovationen, an Ideen und Initiativen gibt. Schleswig-Holstein zum Vorreiter nachhaltiger Mobilität machen, wir können das. In Brunsbüttel steht das junge Unternehmen Power to Gas in den Startlöchern. In Engesande tüfteln sie auf dem Green Campus an Innovationen und auch am Fraunhofer-Institut in Itzehoe. Und ich weiß von meinen Besuchen und Gesprächen bei Ihnen, Sie warten nur auf ein Signal von der Politik. Sie brauchen verlässliche Rahmenbedingungen und endlich das umzusetzen, was Sie für die Zukunft, was wir für nachhaltige Mobilität brauchen. Wir müssen sie in ein neues Cluster E-Mobilität überführen und dieses systematisch stärken. Und der Nordfriese bringt es auf den Punkt knapp und sachlich, lieber Strom vom Deich als Öl vom Scheich. Wir haben den Rohstoff. Schleswig-Holstein produziert grünen Strom im Überfluss. Und statt unsere Windräder abzuschalten, ist es wichtig, dass wir den Strom künftig weiterleiten und vor allem hier im Lande sinnvoller nutzen. Wir treiben damit unsere Bahnen, Busse, Pedelecs und Lastwagen an. Es gibt keinen Überschussstrom. Wir haben nicht zu viel Erneuerbare. Wir haben sie nur nicht in den Bereichen, in denen jetzt noch Öl und Kohle verbrannt werden. Heben wir diesen Schatz der Energiewende, pushen wir die Wertschöpfung, retten wir unser Klima, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn es darum geht, Ökologie und Ökonomie zusammenzudenken, an keiner Stelle können wir das besser als hier und dabei noch das Klima schützen. Unser Verkehrsminister ist ein Betonminister vom alten Schlag und ein Bremser, wenn es um die Visionen für die Zukunft geht. Der E-Highway, der jetzt auf der A1 bei Lübeck als Pilotprojekt angeschoben wird, der wäre nicht gekommen, wenn wir als Grüne da nicht Druck gemacht hätten. Und Umweltpolitik macht Herr Mayer nur, wenn er Schuld bei Robert abladen kann. Weiß der Geier oder waren es die Seeadler, ja? Wenn ich mich für grüne Mobilitätspolitik stark mache, dann auch mit klarem Blick auf das Ausland. China hat eine Zulassungsquote für E-Mobile eingeführt. Die Niederlande und Norwegen haben den Verbrennungsmotor ab 2025 verboten und Tesla hat 1 Million Fahrzeuge bestellt bekommen. Das Auto gibt es noch nicht mal. Die Revolution passiert und ich will, dass sie hier passiert. Und die Revolution ist nicht nur ein neuer Antrieb, sondern eine völlig neue Nutzung. Teilen statt besitzen. Menschen werden sich flexibel und spontan per Smartphone ihre Fahrgemeinschaften organisieren. Carsharing, Bürgerbusse, Anruftaxi. Ein Auto teilen. Ja, selbst das Prinzip von Besitz und Status wird in Frage gestellt. Und wer hätte gedacht, dass gerade das Auto zum Symbol eines anderen Wirtschaftens und Lebens werden kann? Liebe Freundinnen und Freunde, das ist Umsteigen im Kopf. Das geht nur mit Grün. Diese neuen Möglichkeiten des Teilens müssen wir zügig ausbauen für die Menschen in den Städten und vor allem im ländlichen Raum, damit sie sich frei bewegen können und hinkommen, wohin sie wollen. Denn meistens geht es nur noch um die letzten 5 oder 10 Kilometer bis zur nächsten Haltestelle. Und wir werden auch Modelle für eine solidarische Finanzierung einführen, denn bezahlbare Mobilität ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und wir dürfen Menschen mit geringem Einkommen nicht abhängen. Und auch die Integration von Geflüchteten
wird nur mit ausreichender Mobilität funktionieren. Wir brauchen die Vernetzung über ein leistungsfähiges Datennetz. Auch diese Infrastruktur haben wir in Schleswig-Holstein nicht. Wir haben ja noch nicht einmal lückenlosen Internet in Bus und Bahn. Ich höre das Zücken. Es gibt viele Ideen und Initiativen, die bislang in unserem Verkehrsministerium nicht auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Und auch deswegen möchte ich in den Landtag, damit die SPD der Verkehrswende nicht länger ausweichen kann. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann können wir viel bewegen. Das zeigen mir die vielen Initiativen, in denen so viele von euch auch tätig sind. Nachhaltige Mobilität ist ein Gemeinschaftswerk. Und dazu brauchen wir eine Politik, die den Menschen zugewandt ist. Mobilitätspolitik ist ein Feld, wo wir nah bei den Menschen sind. Mobilität geht jede und jeden an und Mobilität ist die kleine Schwester der Freiheit. Machen wir die Freiheit mobil, das ist mein Ansporn, das will ich bewegen und damit euch einen Wahlkampf führen. Ich bitte euch um eure Stimme. Vielen Dank.